Ja, hallo, herzlich willkommen bei BBOT Flipplipult. So, liebe Leute, ich habe hier was in der Hand. Von Sonax die Scheibenreinigungspolitur intensiv. Und ihr habt schon gesehen, wie schmutzig meine Frontscheibe ist. Vogelkot, ja, Sahara-Staub ist da noch drauf, Blütenstaub und ganz, ganz viele andere Verunreinigungen. Und die wollen wir hier mal mit runterholen. Ich komme mal näher zu euch ran. So, liebe Leute, so sieht das Produkt aus. Sonax Scheibenreinigungspolitur intensiv reinigt Autoscheiben außen von hartnäckigen Verschmutzungen. Die haben wir auf jeden Fall da. Und verhindert dadurch störende Stirnbildung, entfernt Reste von Scheibenversiegelung. Also wenn ihr Scheibenversiegelung habt, so Reste, ne, die könnt ihr da auch noch mit runterholen. Jetzt ist nur noch die Frage, was für eine Art von Scheibenversiegelung. Gibt es einfach die Sprühdinger da, die wo ein bisschen Beading und Sheeting da drauf ist. Und dann gibt es da richtig diese Beschichtungen. Ne? Das weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Ist ziemlich allgemein gehalten. So. Ja, da sind 250 Milliliter in der Flasche drin, das kostet 8,99 Euro oder so, knapp 9 Euro würde ich mal sagen. Ja, die Scheibenreinigung Politur intensiv entfernt hartnäckige Verschmutzung, haben wir schon alles gehabt. Zum Beispiel Silikon, Wachs, Öl, Ruß, Insekten, Trockenrückstände etc. nach der Waschanlage von der Straßenaußenseite. Also nur von außen die Scheibe damit benutzen. Sie verhindert das Rattern der Scheibenwischer. Könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr ratternden Scheibenwischer habt. Vielleicht ist das dadurch erledigt, wenn er richtig alles runterholt. Da sind ja auch Oxidationen drauf, ne, auf der Scheibe, die manchmal gar nicht so einfach runterzuholen sind. Und könnt ihr ja mal ausprobieren. Und beseitigt eine schlierenbedingte Blendung vor allem bei Nacht und Regen. Der Verschleiß der Wischgummis wird verringert, kratzfreie Reinigung auch für getönte Scheiben. Also wenn ihr auch getönte Scheiben habt, könnt ihr auch polieren, sag ich mal, darüber mit der Politur. Das ist eine Reinigungspolitur, das ist jetzt nicht diese Glaspolitur, die wir von Sonax kennen. Diese hier reinigt nur intensiv halt von Rückständen, egal welche Art. Und ja, das wollen wir dazu erzielen. Und dadurch habt ihr dann auch eine viel glattere Oberfläche nachher und dann läuft das Wasser auch schön ab. Ja, die Anwendung zeige ich euch und wir rücken mal näher ran und dann schauen wir uns das an. Bis dann. So, liebe Leute, hier haben wir die Scheibe. Ich habe hier ein paar Tücher hingelegt, damit nachher das ganze Wasser, beziehungsweise es wird ja feucht verwendet, also ihr müsst das feucht verwenden, ne? Also mit feuchten Schwamm, das zeige ich euch gleich. Und damit das nicht alles so hier reinläuft, ne, dann ist das so ein bisschen ja, verhindert, so die Tücher. Ne. Ja, folgendermaßen, wir gehen hin. Ich habe hier einen Eimer Wasser auf dem Tisch stehen. Schaut mal hier. Diesen Schwamm empfiehlt Sonax. Steht auch auf der Flasche drauf, welche Werkzeuge ihr verwenden solltet oder könnt, sage ich mal so. Ihr müsst nicht unbedingt von Sonax nehmen. Ich habe hier zum Beispiel noch zwei andere Werkzeuge, die wollte ich mal gerne ausprobieren aufs Glas mit der Reinigung. Da werden wir die Scheibe gleich aufteilen, ne? Dann gucken wir mal ein bisschen. Ne? Das sind so Schwämme, das ist hier so ein Schwamm, der wird so gehypt oder der wurde mal gehypt vor einigen Monaten. Ohne Reinigungsmittel könnt ihr hier mit Polster reinigen, sag ich mal. Und das hier, das kennt ihr vielleicht auch schon mittlerweile, sag ich mal. Das gibt von einem anderen Hersteller, der verkauft das ganz teuer. Und das kriegt ihr ganz günstig eigentlich. Wenn ihr da Interesse habt, das sind so Nylon-Fasern. Ne? Und dann gucken wir mal. So, wie gesagt, hier haben wir den Schwamm. Hersteller sagt feucht machen oder nass, wie auch immer. Also die Reinigung nicht trocken verwenden. So, dann gehen wir wieder rüber zum Auto. Dann schütteln wir das Ganze richtig gut schütteln. So. So, der Hersteller sagt, reichlich drauf tun. Jetzt meckert nicht, ich habe zu viel drauf getan, denn der Hersteller sagt, dass wirklich auch so auf seiner Flasche steht das auch, glaube ich, drauf.
Nee, steht jetzt nicht drauf, aber das könnt ihr im Hersteller-Produktvideo auf Sonax-Seite auch euch mal anschauen. Ich mache jetzt bis hier so und dann lasse ich hier eine Referenzfläche da und dann mache ich das, die andere Seite mit den anderen beiden schwimmen, ja? Also, ihr geht so, so, so. So, und da geht ihr mit dem feuchten oder nassen Schwamm, geht ihr drüber. So, wir haben hier schön Vogelkot. Scheibenwischer können da zurückklappen, aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Sonst stehen die im Weg. So. So, können auch ein bisschen Druck ausüben. Hier habe ich eine Stelle, ich glaube, das ist ein Bienenkot gewesen. Da können wir jetzt immer schön drüber in Kreuzstrichen, wie auch immer, ist euch überlassen. So, und schaut mal hier, was wir jetzt hier runtergeholt haben. Und das spülen wir jetzt in dem Eimer wieder aus. Mal drüber gehen. So, ihr müsst gucken, wenn das in der Sonne macht, ne? Am besten nicht, ne? Dann trocknet das auch schneller weg und hier in der Garage geht es eigentlich. So. Okay, schaut mal, hier haben wir noch ein bisschen Schmodder runtergeholt. Kriegt man das dann? Ist jetzt alles soweit gelöst. So, dann gehen wir mal hin und schauen mal den nächsten Schritt. Intensiv verreiben haben wir ja gemacht, nicht antrocknen lassen, sofort mit dem ausgewaschenen Sonax-Schwamm und klarem Wasser die Milchenrückstände auf der Scheibe und dem Lack gründlich abwaschen. Deswegen habe ich das so ein bisschen die Trockentücher reingelegt, damit das die Reste, ne, nicht irgendwo dann irgendwo antrocknen, ne? In irgendwelchen Schlitzen, Ritzen, wie auch immer. Ihr könnt es ja vor der Waschbox machen, könnt ihr den direkt abkerchern und wir gehen jetzt so weit drüber, bis das schön klar ist. So. Wieder ausgespült. So. Könnt ihr ja mal so noch kontrollieren, ob noch was drauf ist. Eine kleine, irgendwo welche Flecken oder so. Da könnt ihr ja noch intensiver nachputzen. So, ich denke mal, das reicht so. Sonax hat natürlich sein Trockentuch, aber das verwende ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt eins von mir. So, ich habe hier ein Trockentuch. Was machen wir jetzt trocken? So. Okay, das haben wir. Oh. Ich ziehe mir jetzt noch ein bisschen immer hier ein bisschen Wasser noch wieder drüber. So. Okay.
Ja. Fühlt sich ganz gut an, sage ich mal. Ihr könnt nachher die Scheibe nachher noch mal mit Glasreiniger noch mal schön die Schlieren, vielleicht die noch da sind, die entstanden sind, noch mal wegmachen. So, wir lassen jetzt hier einen Streifen über und gehen dann weiter in die nächste Hälfte und werden jetzt mal die anderen Werkzeuge ausprobieren. Ich positioniere euch jetzt mal eben um. Wir machen dann hier einen Strich und nehmen dann diese Hälfte und benutzen jetzt die anderen Werkzeuge. Das hier ist ein Schwamm, den kann man schön zerdrücken, ausdrücken, wie auch immer. Der ist eigentlich ganz gut, würde ich jetzt mal sagen, für die Sache, weil ihr müsst den ja feucht machen, ein bisschen ausfringen. Ist ziemlich hart, fest. Ich hoffe, dass das funktioniert. Also geht nach Herstellerangaben. Das ist jetzt nur ein kleiner Versuch, ein anderes Werkzeug mal zu nehmen. Ihr könnt auch andere Schwämme nehmen. Also kein Problem, ich möchte das mal gerne ausprobieren, ob das funktioniert. Und genauso auch mit diesem hier, mit diesem Schiffchen, Bügeleisen, wie auch immer. Okay, wir gehen hier mit drüber erstmal. Mache ich nass. So, schaut mal. Schütteln wir nochmal eben. Jetzt machen wir auch so drei Bahnen wieder hier. So, okay. So, das Ganze machen wir jetzt auch wieder. Schön. Ja, das ist jetzt nasser, weil der Schwamm mehr aufsaugt, ne, als der andere. Da habt ihr richtig schön, ja, mehr Feuchtigkeit, sag ich mal, ne? Ach, jetzt bin ich jetzt ganz drüber gegangen. Shit. Also ich versuche jetzt mal hier drüber zu gehen. Diese zwei Bahnen hier, ja, das ist aber. Da will man mehr machen, versauen wir das ja. Aber das kann ich nachher bei dem machen. Ne? Geht ja auch. Aber ich mache das jetzt so. Okay. Das sind so kleine Flächen. So. Intensiv drüber. Ja, wenn ihr das hier seht, vielleicht. So ein bisschen die schwarzen Pünktlein, die hier so drin sitzen, hier so, ne? Die Faser nimmt ja auch was auf, ne? Das ist so eine kleine Faser, ein paar Millimeter sind die. Okay, wir können ja aber gleich gucken beim Abspülen. So, jetzt haben wir natürlich bei diesem hier nicht so viel Wasser, weil hier ist nur diese kleine Filzfläche bzw. Nylonfläche. Okay, aber ich habe sie jetzt hier nass. Ihr könnt es auch mit einer Sprühflasche Wasser nehmen und dann auch, wie heißt es, benetzen mit Wasser. Ne? Machen wir hier so. Ja. Wir hatten hier schon was drauf. Und das ist schön handlich, finde ich. Ne? Also da könnt ihr auch schön die Ecken hier so. Das ist für Polster, habe ich ja gesagt, ne? Für Polster könnt. Ist das zu verwenden hier? Ach, jetzt gehe ich da drüber. Oh Mann. So. Also das flutscht auch schon ganz gut. Hier kann man vielleicht schön punktuell auch vielleicht hartnäckigere Flächen machen, ne, mit ein bisschen Druck, ne? Okay. Hier haben wir auch so ein paar Reste, also Vogelkot, denke ich mal, so ein bisschen. Sowas im Vogelkot drin hing. Ne? Okay, ausspülen. So, schaut mal, wie das schäumt. Das schäumt auch richtig, das ist ein richtiges Reinigungsmittel. Ne? Ihr seht das auch hier an dem hier, wie es schäumt. So, jetzt gehen wir mal hier nochmal drüber. Mal so mit klarem Wasser so ein bisschen ab. Wischen, ne? So. Jetzt haben wir hier natürlich, wie gesagt, keine Saugfläche. Man kann das aber so abziehen. Und wie gesagt, ihr könnt eine Wasserflasche nehmen. Hier. Wenn wir machen. Ist auch alles. Ja gut, ihr müsst das auch hier zwischendurch mal ausspülen, weil das gesättigt ist mit Reiniger. Thank you.
Es ist also nicht so wirklich das Wahre. Ihr könnt auch mit Wasser, Schwamm, ihr stellt einmal Wasser, ihr könnt es auch so abspülen. Also mit dem Schwamm, sag ich mal, ne? Mit einem richtigen Schwamm, Waschschwamm oder Waschhandschuh könnt ihr euch eigentlich das Zeug dann runter waschen eigentlich, ne? Hier auch wieder mit unserem Trockentuch drüber. Machen wir jetzt beide Flächen, nee, Quatsch, doch, egal. Beide Flächen direkt in einmal. Ja. Also an dieser Stelle wollte ich sagen, weil es funktioniert. So eine Reinigungspolitur oder, ne? Ich sehe auch, es läuft ganz gut. Wie gesagt, ihr könnt nachher mit Glasreiniger nochmal richtig die Schlieren nochmal ein bisschen rauspolieren oder mit viel Wasser wirklich abspülen. Ne? Das kann ich jetzt nicht so machen oder beziehungsweise mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt gleich, wenn ich euch zeige, wie das Wasser ablaufen sollte laut Sonax. So. Ja, das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Klar, ne? Ist ja klar, ihr müsst den Reiniger richtig abspülen, ne? Mit klarem Wasser, sagt auch der Hersteller, damit keine Rückstände irgendwo hängen bleiben. Ne? Wir machen es aber jetzt erstmal so und wir gehen jetzt mal mit Wasser drüber. Und dann schauen wir uns mal die Mitte an, das ist jetzt die Referenzfläche, und schauen uns dann nachher rechts und links die Flächen an, wie das Wasser runterschwabbelt. Ne? So, bevor wir abspülen, kann ich euch ja nochmal mit der Kamera ranzoomen. So, schaut mal hier. Also Originalschwamm haben wir genutzt vom Sonax. Mit diesem Schwamm hier. Gut, hier haben wir ein paar Schlieren oder hier so einen Streifen. Aber das, wie gesagt, nachher mit Glasreiniger am besten drüber gehen, nochmal alles schön, ja, die Schlieren wegmachen. Oder gut, wirklich nochmal richtig waschen das Auto, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und wenn ihr nur die Scheibe habt, dann, wie gesagt, mit Glasreiniger drüber, dann geht das auch. Vielleicht könnt ihr mit Glasreiniger mit leichter Versiegelung, müsst ihr euch selber dafür entscheiden, ob ihr das machen wollt. Aber so mit normalen Glasreiniger mal eben nochmal schön polieren. Ja. Und hier, schaut mal die Originalfläche an. Ja. So, dann haben wir hier die beiden Schwämme, ne? Einmal hier so den Streifen und dann da den Streifen, ne? Schaut mal, hier ist auch eigentlich genau das gleiche. Vielleicht sind hier noch ein bisschen mehr Schlieren drauf, ne? Aber wie gesagt, mit Glasreiniger kriegt er das runter. Das ist von innen hier, was wir hier so sehen, hier so noch ein bisschen, das ist von innen. Ja, also wir holen da eigentlich ganz schon alles runter. Die ganzen Insekten sind weg. Der Vogelkot ist soweit weg, ne? Also kein Problem. Die Sonax Reinigungspolitur intensiv ist ja auch dafür gedacht, die Scheibe natürlich intensiver, oh Mann, was habe ich denn das? intensiver zu reinigen, ne? Und deswegen gehen wir jetzt mal mit Wasser drüber, mal schauen, wie schön das Wasser abläuft oder auch nicht. Ja, wir erkennen gleichmäßiger Wasserfilm, der so runterbrettert. Ne? Es gibt keine wirklichen Unterschiede. Ne? Und ihr seht, in der Mitte, seht ihr das in der Mitte, der Streifen? Ne? Da müsste ja noch irgendwie was passieren, aber ist nichts. Seht ihr in der Mitte? Ja, da fängt es schon an. Wir sehen hier, wie das Wasser da aufreißt. An den Verschmutzungspunkten reißt das auf. Im ersten Augenblick sah es aus, ganzer Film, Wasserfilm, aber jetzt seht ihr, wie es da aufreißt. So, schaut mal, wie hier genau der Schmutzstreifen so leicht jetzt anfängt aufzureißen, ne, an verschiedensten Stellen. Ja, und da haben wir hier links schöne. Ja, ist schon fast trocken. Und da hinten ist auch, ja, da ist schon ein bisschen mehr Wasser, glaube ich, drauf. Mal gucken hier nochmal.
Ja, ist gleich, würde ich mal sagen. Ne? Okay, wir kommen zum Abschluss. Wir kommen zum Fazit. Hier die Sonax Scheibenreinigungspolitur intensiv, neu auf dem Markt, ein paar Wochen erst. Für 9 Euro, 250 Milliliter sind da drin. Hier könnt ihr eine Intensivreinigung der Scheibe machen. Nicht nur wie ein Glasreiniger, sondern richtig intensiv. Da holt ihr richtig die Verschmutzung auch runter. Auch festsitzende, auch so Oxidation, wie auch immer. Und der Hersteller sagt auch, ja, Restbestände von Scheibenversiegelungen. Jetzt muss man unterscheiden, welche Art von Scheibenversiegelung, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Wenn ihr jetzt so einen Glasreiniger habt mit so einer Versiegelungseigenschaft, ne, dann kriegt ihr damit runter noch. Ich weiß nicht, ob ihr ein richtiges Glascoating darunter mit holt, weiß ich nicht. Dafür gibt es dann auch die Glaspolitur von Sonax. Ne? Ja, wie gesagt, zum Test nochmal. Also wir haben es mit dem Original Sonax-Schwamm hier gemacht, funktioniert. Ihr müsst das alles immer schön feucht halten, damit es nicht antrocknet. Das ist sehr wichtig. Darum habe ich auch hier die Tücher erstmal hingelegt. Ne? Wenn ihr eine Waschbox seid, am besten in eine Waschbox machen, mit eurer kompletten Wäsche mal eben die Scheibe mal hier mit reinigen. Und dann könnt ihr das Ganze gut abspülen. Hier in der Garage nur die Scheibe mache ich ja. Ist ein bisschen anstrengender, sage ich mal. Aber trotzdem müsst ihr gucken, dass er das wirklich mit Wasser noch nacharbeitet. Ja, wie gesagt, hier mit dem Originalschwamm und hier habe ich mal probeweise mal, ich wollte das mal ausprobieren, die beiden Schwämme, ich gehe mal eben rüber. Einmal hier dieser Polster, der ist für Polsterteppiche, wie auch immer, können wir Flecken mit beseitigen, das habe ich mal ausprobiert mit dieser Nylonfaser hier. Nimmt Wasser auf, dann habt ihr schon mal Wasser, könnt ihr ein bisschen, wenn ihr damit arbeitet, ein bisschen drücken, dann läuft das Wasser hier raus. Ne, und dann könnt ihr weiterarbeiten, dann haltet ihr das auch schön feucht. Das ist vielleicht nochmal eine Idee. Gut, das hast du mit dem Sonax-Schwamm auch, wenn du ein bisschen drückst, dann läuft das Wasser auch raus. Und hiermit, ja, das ist auch so eine Nylonfaser, ein bisschen anders noch, kürzer. Ja, die ist auch etwas anders, aber ihr habt nichts, wo das Wasser aufsaugt. Ne? Ihr habt den festen Griff, ne? Ist auch für Polsterreinigung eigentlich gedacht oder Teppichreinigung. Den würde ich eher weglassen. Dann würde ich eher... würde ich eher dazu greifen oder zu dem Originalschwamm oder ihr könnt auch einen anderen Schwamm nehmen, der die gleiche Art hat wie der Sonax. Ne? Jetzt wechsle ich mal eben. Ja, und alle Werkzeuge haben das eigentlich ganz gut geschafft. Ne? Also die Scheibenreinigungspolitur hat seinen Job eigentlich ganz gut gemacht. Wir haben hier eine Referenzfläche gelassen mal. Ne? Also die ist schön sauber, keine groben Verschmutzungen mehr drauf, aber hier mittig habe ich ja, da jetzt ist das nass und ihr seht auch beim Abspülen, ne, erst haben wir gesehen, oben eine gesamte Fläche und dann reißt hier natürlich, wo der Schmutz auf ist, die Wasseroberfläche auf. Ne? Da habt ihr jetzt hier die trockenen Stellen. Ne? Ich hoffe, ihr seht das da, aber ihr habt es ja vorhin gesehen und somit kann ich den Test jetzt hier abschließen. Empfehlen kann man es so zwischendurch mal, eine schöne Intensivreinigung ohne eine Glaspolitur zu verwenden zu müssen. Ne? Kann man mal erstmal hier zugreifen. Ne? Und ja, dann können wir ein paar Mal im Jahr machen, so 2-3 Mal vielleicht. Oder auch öfters, egal. Und das dann, wie gesagt, immer schön überraschen. So, dann bin ich jetzt hier fertig und lasst mir Däumchen hoch, Däumchen runter, abonniert mich. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr noch eine Idee habt zu testen, immer gern zu. Bis dann. Tschüss.